Halt mal die Klappe! Jetzt folgt ein weiterer Trailer zu dem Film I Think of the Drop My God. Alles klar? Hab ich kapiert? Ja. Nicht schon wieder so ein deutscher Amateurfilm! Mann! Niemand will doch sowas sehen! Einfach nur schlecht ist sowas! Unreife junge Menschen versuchen mit Muttis Kamera heimlich einen Film zu drehen. Und dann soll das alles auch noch wie bei Troma aussehen! Kein Mensch mag Troma! Was ist denn an so schleimigem, bunten und blutigem Mist toll? Oh Gott! Lalit Kaufmann und Debbie Rochon spielen damit. No Mensch, ich spiele doch immer einen Hin! Scheiß mit! Das ist natürlich keine Kunst! Die beiden für so eine Stuhlkacke zu überreden. Dazu muss man doch einfach nur Hallo sagen und schon machen sie mit. Guckt euch doch nur mal das Monster an. Was ist denn das? Eine grün angemalte Socke? Scheiße, soll das jetzt Horror sein oder was? Dieses auf altem Videomaterial gedrehte Bild. Das nenne ich Horror. Eine No-Budget-One-Man-Produktion. Okay, aber so schlechte Kacke. Schafft doch kein Mensch alleine ohne Geld! Niemals! Das geht gar nicht! Das ist viel zu schlecht! Die Darsteller! Scheiße, die Darsteller! Sind die Kronen? Oh Gott, schau doch nur! Ich bin Polizist. Ich habe auch jemand verhaftet. Er wurde beleidigt. Er wollte es nicht anders. Er hat mich provoziert. Aber den Charakteren kann man nur schlecht drauf sein, um sowas Dämliches zu verkörpern. Eine Organisation mit dem Namen Lykos, die mit Schleim dealt. Ein schwuler Kopf, ein strippender Nikolaus und dann der da. Was ist denn das? Der unglaubliche Normalo? Der passt in diesen Film doch gar nicht rein. Der ist doch viel zu normal. Was soll denn die Scheiße hier? Die Story, das ist keine Story. Das ist ein Haufen zusammengewürfelter Mist. Keiner blickt da durch und keiner will da durchblicken. Mann, warum gibt es sowas überhaupt? Hier, so muss ein Film aussehen. Seriös und voller Dramatik. Oh Mann. Der Tee ist noch kalt. Oh, geil, ich liebe diesen Film. Und nicht so das Splatter-Scheiße hier. Das ist doch alles Lebenszeit, die verschwendet wurde. Das ist der... Dann ist der Film noch auf Deutsch und auf Englisch. Scheiße, gerade die Sprachen, die ich verstehe. Mir bleibt doch gar nichts erspart. Echt, ich mach den Dreck jetzt aus.